Willkommen, meine Freunde, zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Star. Und wir haben im letzten Part, wie ihr es gesehen habt, die Z-Power gespürt. Nein, nicht Dragon Ball Z oder sonst was. Obwohl, ein bisschen Dragon Ball haben wir ja immer am Start, oder? Nee, aber das auch nicht. Ich wollte eigentlich sagen, dass wir Zygardes neue Form erlebt haben. In Form eines Koifabs in Shiny. Der Part war wirklich, wirklich geil. Guckt euch ihn gerne nochmal an. War sehr, sehr interessant. Wir haben auch die Trial da abgeschlossen. Die Elektroprüfung und sind jetzt auf dem Weg, neue Abenteuer zu erleben. Ich bin gespannt. Schaltet ein. Let's go. So, wir sind auf einer neuen Route, Route 11 und heilige Scheiße, Alter, machst du jetzt hier Plankman oder was ist los? Okay, aber das will uns gar nicht interessieren, beziehungsweise das soll uns gar nicht interessieren, denn wir haben hier mehrere Grasbüschel und ich glaube danach haben wir auch eine neue Route, das heißt, wir haben die Chance, neue Ultra-Pokémon zu finden, ich bin super, super gespannt. Wolverock ist kein Ultra-Pokémon, aber vielleicht finden wir ja das Eis-Wolverock hier. Fände ich cool, wir haben jetzt gerade Nacht halt, ne, also an einem Tag vielleicht das Eis-Wolverock, wäre nicht bad. Meisterball Electrode! Lol! I wasn't expecting that. Okay, wir haben den Meisterball gefunden, Leute. Das kann ich schon einen Titel reinschreiben. Ist ja mega cool. Ich glaube, ist das LOL seine Weiterentwicklung? Was hat sich angehört wie ein Schalelos so ein bisschen? Ich glaube, das ist LOL seine Weiterentwicklung. So, LOLs Weiterentwicklung, ne? Also, ist ja grammatikalisch falsch, wenn ich LOLs seine Weiterentwicklung sage. Aber richtig gut. Denn Attacke, die Elektrik ist und KP abzieht. Shadow Ball. Lol, ist der Geist Elektro? Geile Combo, Alter. Okay, aber den will ich nicht im Team haben. Ne, der ist nicht... Ich meine, so ein Meisterball wäre cool. Aber wir können auch nicht fliehen, sehe ich, ne? Weil er super viel Init hat. Aber jetzt können wir fliehen. Holy shit, das Ding ist geil. Oh, Ultramascher gibt's ebenfalls. Hier sind ja alle Ultra-Pokémon. Ultramascher bin ich sogar überlegen zu fangen. Weil das Ding entwickelt sich ja noch zum Machomai. Ich hoffe, dass sich das Ding noch entwickelt. Das könnte man theoretisch echt ins Team nehmen. Arschstopper. Oh, der hat eine Schwäche. Kampf? Was für eine Typenkombi ist der? Oh, bitte triff nur zweimal diesmal. Danke. Knockoff. Ein Abschlag, der ist immer gut und der killt mich. Heftiger Typ. So, da haben wir den Boy mit dem Cartoon Network-Gürtel. Das habt ihr mir in die Kommentare geschrieben. Und es hat selten eine Weiterentwicklung. Das heißt, das Ding wird sich noch entwickeln. Was ist der? Fighting Go Dark. Ach so, Unlicht und Kampf. Umashok. Soll ich ihn Ben 10 nennen? Ben 10 finde ich richtig gut. War es lieber auf Cartoon Networks, habe ich richtig gern gesehen. Wer von euch kennt Ben 10? Ben 10 war super gut. Es war einer meiner Lieblingsserien. Auf Cartoon Network wenigstens. Ich meine Steve da, oder? Bin ich ganz dumm? Ich glaube schon Ben 10. Also ich habe ihn Ben 10 jetzt genannt. Richtig nice. Komm ins Team, Alter. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, alle Leute, die es wissen, ob sich Nyanya wirklich... Ich denke mal, Nyanya entwickelt sich halt zu unserem Fuego-Set, oder? Schreibt es mal in die Kommentare, das würde mich nämlich super interessieren. Wenn nicht, dann werden wir Nyanya auf jeden Fall noch entwickeln. Vielleicht werde ich es auch offscreen machen oder im Livestream mit euch zusammen, mal sehen. Ja, das werden wir dann mal spontan entscheiden, denke ich einfach mal. Aber wie können wir Machoke entwickeln? That's the question. 3, 2, 1, go! Lily! Chill daneben mal, Alter. Wir haben mal wieder ein 1-2-3-Effekt gehabt. Achso, jetzt will sie mir den Lilly-Moment anmachen, damit ich ein bisschen mehr Geld bekomme. Na, du bist ein Geldgeil. Kann das sein, Lilly? Wär schon Geldgeil, du Fraulein. So, wir kämpfen gegen die beiden mal im Doppelkampf. Ich mag Doppelkämpfe sehr gern und hoffe, dass es auch im neuen Pokémon... Spiel für die Switch dann! Viele, viele Doppelkämpfe geben wird, weil Doppelkämpfe sind eigentlich immer cool und da kann man super geile Taktiken machen. So, was haben die beiden denn für uns? Steeny. Okay, coole Pokémon auf jeden Fall. Coole Pokémon. Ja doch. So, die beiden haben wir besiegt und mich interessiert auch gerade irgendwie noch die Fähigkeit von unserem Ben 10. Was der haben wird. Ich meine, ich finde ihn super, super stark, will ich gar nicht sagen. Er hat High Power, also Huge Power. Huge Power. Huge Power. Das ist auch wieder Double Angriff, ne? Ja, Mann.
doubles the Pokémon Attack Stat. Sehr, sehr stark. Also Kraftkoloss halt, ne? Super. Also das packen wir mal nach vorne, weil unser Ultra Instinct levelt so ein bisschen over the top gerade. Und wir haben sehr, sehr starken Move-Up-Benten. Wir haben Wake Up Slap, wir haben Abschlag, wir haben Payback. Und das sind schon sehr, sehr starke Moves. Und hier finden wir Gyro Ball. Für sehr langsame Pokémon eine sehr, sehr starke Attacke. Gerade gegen Feen oder gegen, ja, Stein-Pokémon halt. Ja, passt schon. Aber halt nur gegen schnelle Pokémon. Und wir haben ein Tiny Mushroom. Ein ganz, ganz kleiner Tiny Mushroom. Lol. Der Schattenboy ist back, Leute. Der Shadow Boy ist back. Jetzt bin ich gespannt, was der Boy hat. Und der letzte Schattentrainer hatte auch geile Pokémon. Aber was hat der Boy jetzt? Woo, wish. Shadow Boy, Hayden. Was hat Hayden? Hat er mal Shadow wieder dabei oder was hat er? Didenne. Das sagt er ja. Ja, ganz normal Didenne, das ist ja langweilig, Alter. Ich habe gedacht, irgendwas Cooleres. Der Kostursumann, Alter. Nee, Alter. Ich habe keinen Bock, gegen dich zu kämpfen. Da hatte ich in meiner Nase super Probleme bei dem Typen, glaube ich. Ach, ich muss gegen den kämpfen tatsächlich. Ja, okay, dann komm her. Dann kämpfen wir, Jung. Dich verhau ich jetzt. Let's get ready. Ja, Mann. Mortal Kombat Musik im Hintergrund. Jetzt bin ich bereit, Digga. Jetzt bin ich bereit. Komm, zeig mir deinen. Costoso Alvaro. Alvaro Morata. Beware. Okay, I wasn't expecting that. LOL, was? Das Ding ist stark. Und hat Wirbel. Boah, das Ding tankt ziemlich alles. Holy, Alter, das Ding ist stark. Mega Punch. Macht auch keinen Damage, lol. Switch in Holy, aber Holy wird auch sehr viel getroffen. Oh, Stab. Ja, okay, ich muss ihn damn lassen. Boah, das ist ein starker Gegner. Also, ich habe erstmal nicht so ein Ding erwartet da. Kostose mit Anzug und mit einer großen Fresse. Sorry für meine Aussprache, aber es ist halt wirklich so. Will-O-Wisp und das war's, Alter. Jetzt bist du geburnt. Der Willow, der ist wichtig. Der Willow ist wichtig. Holy. Brutal Swing. Sehr effektiv. Immer noch. Und ja, wir können das nur mit Mob-Bomb-Damage machen. Er will mit Brutal Swing wieder angreifen. Aber wir können raus auf Geradax gehen, damit Full Stripes killen. Ich glaube, das reicht dann. Full Stripes sollte reichen. Ich sag euch, Leute, dieser Trainer begegnet ihm niemals in eurem Leben. Er ist stark. Und jetzt wird er wieder seine Super-Attacke raushauen. Da sein Risikotackle oder was das war. Und wir müssen treffen jetzt. Triff! Danke! 1, 2, 3. Ah, oh, dreimal nur. Und jetzt kommt der Takedown. Und das, der Recall wird ihn selber. Obwohl, wir überleben das. Wir leben das. Und der Burn killt ihn. Nice! Geh weg, du Bär! Ich brauch dich nicht! Alvaro, Alter, ey. Hat einfach so ein Arbeitstier. Das kann doch nicht sein! Warum? Master, I'm sorry. I failed ya. Jetzt kriegen wir eine Attacke, glaube ich, von dem, ne? Payback. Payback ist ein Bitch! Aber okay, nehmen wir mit. Und war eine hammerharte Route, muss ich sagen. Die Route hat mir sehr gefallen. Da haben wir noch... Okay, den mache ich ihm offscreen kaputt. Ich dachte gerade, das Ding ist shiny, ey. Ich krieg hier einen halben Herzinfarkt. Der Koalilu erscheint, das erste. Weil das shiny hat halt so eine bunte Trommel oder ein Stück Holz. Gib mir noch keinen Herzinfarkt, Alter. Gib mir noch keinen Herzinfarkt. Kann doch nicht sein.
Aber es ist auch ein neues Pokémon. Wie viele neue Pokémon gibt es denn hier bitte in diesem Gras? Das ist abnormal. Gibt es hier noch mehr? Naja, aber noch ein Koalelu, okay? So, wir sind auf Route 12 und wir kriegen hier ein neues Uber-Ride von unserer Mutter? Kann das... Nein, sag bitte nicht, wir reiten auf unserer Mutter. Oh. Pandir? Will das ein Pandir-Ride nun? Okay, Zoom auf sein bestes Ding, war sehr, sehr lecker. Und jetzt steckt uns irgendwas zu. Royal Ross Registried. The Royal, was ist The Royal? Es ist Spinda, ich sehe es jetzt schon, er hat es gerade gesagt. Okay. Okay, wir nehmen das mit. Ist vollkommen okay. Wie das Spinner da wegläuft, ey, super süß. Okay, damit haben wir eine neue Fähigkeit bekommen. Bin gespannt, wie das aussehen mag. Let's go. Royal. Hä, wo ist denn das? Lol. Oh Gott. Oh Gott. Oh, oh no. You touch my tra-la-la. Das sieht wieder so ultra falsch aus. Oh Gott. Royal Mask. Warum, Mama, siehst du das? Nein, nicht das andere Ende. Du sollst sehen, was dieser Royal Mask mit mir macht. Oh Gott. Ding Dong. Oh Gott. Lass uns einfach das abhaken und die Encounter hier einsammeln, okay? Ist es okay für euch? Ich hoffe. Dieses Spiel. Kurtel, oh, sehr, sehr cool. Kurtel mag ich, nice Pokémon. Doppelkampfzeit, yes! Rick Trainer blamed loses on his her Pokémon. Ey, das ist kein Pokémon, das ist Kukui. Royal Mask. Props an Royal Mask dafür, danke. Appreciate ich hart. Was habt ihr für Pokémon? Ich kann leider nicht zeigen, weil es halt ultra lag. Von daher schauen wir mal. Swallow und Rapidash. Okay, Galoppa und... Heute ist irgendwie Tag der Ultra-Pokémon. Wow. So, die beiden haben mein Team ziemlich zerfetzt, muss ich an der Stelle sagen. Das war echt ein harter Kampf. Ich hoffe, dass wir gleich einfach zum Pokémon-Center kommen. Ich will eigentlich nicht in den nächsten Trainer reinrennen. Das war nicht das, was wir wollten. Aber okay, nehmen wir mal so hin. Und... Okay, wir kämpfen gegen den Kartenfoy Matthew. Mit zwei Pokémon. Es hat einen Kartenfoy Matthew dabei. Delmiss. Okay, Maruda. Ist vollkommen okay. Ultra Instinct kann es one-shotten. Mit einem Firefang vielleicht? Mit ganz viel Luck. Wir brauchen unbedingt Flugattacken, ey, damit wir Stab bekommen. Delta Stream, das wäre so stark. Firefang kommt. Trifft. Das ist ein One-Shot. Bankrit, ich glaube, der hat gemattert, weil ich glaube nicht, dass wir ihn so one-shotted hätten. Level 33 für Ultra Instinct. Ja, unser kleiner Fui Swipes. Ne, das brauchen wir nur auf unserem Geradax. Was hat er noch? Steeny. Bleiben wir mal drin, mal gucken, was es ist. Steeny, 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 Steeny. Oh, Fui als Vorentwicklung. Hallo Stitcher, hallo Kaguron. Willst du kämpfen? Das Ding will ich kämpfen, oder? Wir kämpfen gegen Kaguron. Ninja, safe call Ninja, safe call Ninja. Ja, Mann, du trappst mich nicht, Alter. Ich wollte gerade sagen, ey, kann doch nicht sein, dass ihn Kaguron ist, ey. Holy shit. Mega strange. Oh. Ich habe eine kleine Phobie gegen dieses Pokémon, deshalb werde ich es unkommentiert lassen und dieses Pokémon einfach besiegen. Alter, der Damage ist krank. Oh, es ist down! Yes, man! Ich hasse dieses Teil. Oh, Leute, ich bin endlich durch. Mein Gott, Alter. Und how ist der mit dem neuen T-Shirt, den er... Und das anhat. Und da ist Superman. Und da sind ganz viele Pokémon. Und woo, wir bekommen Max Potion. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank, how. Und Gladius auch am Start. Hi, Gladius. Geht. Ja, Gladio. Oh, mein Gott. Your old Motel Room. Okay, wir gucken mal. Hier schläft ein Mensch. Und da ist noch ein Sticker. Und ja, ich werde die Sticker nicht alle einsammeln. Was hat der denn hier? Hat den Skarmory da? Oh, ein Anego, was da am Boden liegt. Sieht interessant aus, muss ich sagen. Hier haben wir nochmal so ein Laster. Ist hier sonst noch irgendwas? Da ist noch ein Team Skull-Member.
Lillys, ich habe keine gute Erfahrung damit. Und ja, wir gehen einfach mal in die Stadt rein, der Dorf oder das Dorf der Kapus, Tapus, wie man es auch immer nennen will, Tapu Village, genau. Und hier haben wir auch schon ein, zwei wichtige Personen, die uns aber gerade nicht so wirklich interessieren. Da haben wir Lily-chan, Moshi Moshi heißt es, oder? Moshi Moshi, Moshi Moshi, Zerudine, so ist es. Da geht's auch Pokémon-Liga hoch, okay. Aber da wollen wir noch gar nicht hin, von daher passt das. Wir müssen ja erstmal das ganze Skull-Ding machen. Oh, Lebel und seine Freundin. Oh, Miss Lily, please do not be alarmed. Okay, I'm Annabelle and this is Loker. Wir wollen nur, mal eben Hallo sagen. Hallo. Oh, die Trade-Frau. Willst du uns das traden? Nee, ne? Heute mal nicht, oder? Immer noch das mit Entei. You get from Annabelle? Yes. Ich habe leider keine Entei. Das heißt, es ist ein Tauschgeschäft, ein Tauschgeschäft die ganze Zeit. Also wenn ich ein Entei fände, dann kann ich alles miteinander verknüpfen. Frage an euch, können wir das jetzt schon bekommen? Wenn ja, können wir es ja gerne mal im Livestream machen, so ein Tauschgeschäftsstream. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob wir das schon machen. So, ich würde sagen, wir checken auf jeden Fall unten die Route ab und gucken mal, was dort abgehen mag. Aber sonst würde ich schon fast sagen, Leute, das war's schon wieder fast, ne? Also 45 Minuten habe ich auf dem Tacho. Für euch sind es wahrscheinlich so 10, 20 Minuten oder sonst was nur, wenn nicht sogar weniger. Wir kämpfen gegen den Super Saiyajin Angler. Looks like you've got a fishing rod made by Lana. Ja, die habe ich von Lana bekommen. Ich hoffe, das ist okay für dich. Und ich hoffe, dass du mich jetzt nicht belästigen wirst mit deinem blauen Haar mit deiner Angel. Mister. Super Saiyajin Khalifa oder Kaulifa. Kaulifa, okay. Er hat ein Garados. Ist es normal? Ist es ein normales Garados? Okay. Im Regen. Wir haben Benten. Benten. Kann er Sprungfeder? Ich hoffe nicht, dass er Sprungfeder kann. Der hat auf jeden Fall Terminate. Das heißt, wir switchen so oder so rauf auf. Serarora. Let's go. Okay, Milotic hat er noch dabei. Was ist damit? Auch ein ganz normales. Sieht ein Shiny super schön aus. Ich liebe Milotic. Es ist so ein schönes Pokémon. Er wird mich jetzt zwar rausnehmen, aber den Chip Damage nehme ich gerne. Und by the way, den Damage, den wir bekommen haben, zwar ein freaking Aqua Tail. Und jetzt kommt er nochmal im Regen. Was sind uns raus? Crit hin oder her. Okay. Wir nehmen den Boy mal raus mit dem guten Benten. Geht auf Knockoff, falls er ein Item trägt. Macht das, ich würde sagen, ganz guten Damage. Von daher, kommt mal, wie viel das sieht. Ah, geht auf Recover. Hm, er hat Speeded auch vorne. Das ist nicht so geil, obwohl wir Speed plus Wesen sind. Wir sind schon sehr, sehr langsam. Und er hat kein Item bei gehabt. Das hat so viel Damage gezogen. Wake Up Slap, das sollte reichen jetzt. Und das sollte nicht reichen. Nope, Wake Up Slap. Bam, that's what I'm talking. Hui, oh, da haben wir wieder den dunklen Mann, Leute. Der dunkle Mann, der dunkle Mann. Ihr wisst Bescheid, dunkle Mann hat immer starke Pokémon bei sich. Und diesmal guckt er sich Rotoms an. Ja. Let's see. I want rare Pokémon. Okay, du willst seltene Pokémon haben? Ich habe das ein oder andere seltene Pokémon in meiner Sammlung. Aber ob du es bekommen magst, ist die andere Frage, Mister. Hä? Du bist gar kein dunkler Mann. Lol, ich wurde geprankt. It's just a prank. Larvita, okay. Also wir wissen, dass hier auf der anderen Seite des Ufers ein sehr, sehr starker Trainer sein wird. Und Alter, ich habe vergessen, dass wir auf Onego surfen. Ach du heilige Scheiße. Diese Moskitos belästigen diese Frau und drehen sich mit ihren Spitznasen um die herum. Das ist auf vielen verschiedenen Ebenen falsch. Aber ich akzeptiere es. Und wir werden die gute mal retten, ne? Und Knirr... Alter, Knirr, das sieht ja geil aus, wie es erscheint. Und einfach seinen Zahn so weit raus da. Mann, ist das auch normal im Spiel? Ich glaube nicht, ne? Sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus. Ich könnte es one-shotten, wenn ich will, aber ich flüchte lieber und kann nicht flüchten und werde das getötet. GG Zero, GG. So, wir haben einen Destiny-Knoten dafür bekommen, dass wir die Buzzwords verscheucht haben. Es waren im Endeffekt aber auch nur die normalen Jellyfische. Und jetzt haben wir hier Astor. Und gegen den bin ich super, super gespannt, was der Boy uns hier bieten wird. Weil Astor ist ein sehr, sehr starker Unlicht-Trainer. Und vielleicht hat das ein oder andere Ultra-Pokémon dabei. Okay, es ist Schein-Astor. Es ist doch der Veteran-Brown. Was hat der Veteran-Brown dabei? Wishcash. Okay, das ist normal. Das hat er normal auch, das weiß ich. Und wir haben Holy. Wir haben keine Pflanzattacke. Na,
nicht. 36 ist der. Das kann gefährlich werden. War nicht so gut. Nichts dagegen. Nichts dagegen. Ich hab nichts gegen Solgaleo dabei. Steel Wing. Bam. Tschüss, Geradax. Holy. Wir haben Firefang. Ja, es ist ganz okay. Trifft ihn ja sehr effektiv, Ultra Instinct. Stell dir vor, das ist Jiren. Und jetzt stell dir vor, du haust ihn jetzt das erste Mal wirklich, wirklich kaputt. Night Slash, das trifft uns nicht sehr effektiv. Könnte critten. Crittet nicht. Fire Fang kommt, wie viel Damage? Damage ist nice. Burn. Kein Burn. Aber nächste Fire Fang sollte reichen. Der nächste Fire Fang sollte reichen. Der Night Slash reicht nicht aus. Oh, danke. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Burn. Oh, shit. Shit, 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 shit. Überleben wir den noch? Ich glaube nicht. Son Goku. Oh. Das ist böse. Die Frage, die wir jetzt haben... Oh, das ist auch gut, ne? Der Regen geht aus, wenn wir Ultra Steam haben. Ultra Steam sage ich ja schon, Alter. Ey. Unsere Steam-Fähigkeit. Jetzt müssen wir mit ihm reinkommen. Mit Harambe. Und Harambe muss tanken. Harambe muss killen. Oh, bitte, Harambe, mach keinen Scheiß. Aerial Ace, das reicht. Das reicht. Oh, Harambe, 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 du Gott! Einfach freaking Solgaleo gebankt! Oh, das war wichtig. Über den Drain Punch! Die erste vernünftige Kampfattacke, womit wir endlich auf Schaden drücken können auf Harambe, ey. Und uns recovern können. Super wichtig, ey. Oh, der Veteran war krass. Leute, das war's vom heutigen Part. Pokémon Star. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Däumchen nach oben. Da würde mich sehr, sehr freuen. War eine heftige Episode, muss ich an der Stelle mal sagen. Wir lernen hier noch Spukball. Zumindest wir kriegen halt noch Spukball. Und ja, wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, lasst ein Däumchen da, lasst ein Abo da, falls ihr neu seid. Ich bin raus, verabschiede mich und bis zum nächsten Mal bei der Mimikma-Prüfung. Zero over and out.